starker Soundtrack auf jeden Fall. Cannon Fodder, die CD32-Version. Ich möchte mal ein paar Missionen mit euch spielen. Vielleicht so zwei, drei Folgen lang. Für alle Leute, die es nicht kennen. Cannon Fodder ist ein Spiel, in dem man einen Trupp von Soldaten steuert durch verschiedene Phasen von Missionen oder einfach nur einzelne Missionen. Ich zeige es euch am besten. Das hier ist unser Hauptbildschirm. Home sind wir, Away sind der Gegner. Je nachdem, nach gefallenen Leuten, gibt es dann entsprechend nach jeder Mission noch einen Spielstand. Hier unten sehen wir die Rekruten, die uns zur Verfügung stehen. Und unser aktueller Squad ist Jules und Jobs. Das sind die ersten beiden, die jetzt in der ersten Mission antreten werden. Mission 1, The Sensible Initiation. Relativ sensible. Mission 1, Phase 1 of 1, it's a jungle out there. Briefing, kill all enemy. Darum geht's eigentlich in jeder Mission, kill all enemy und kill all oder destroy all buildings, also alle Gegner töten, alle Gebäude zerstören. Jetzt in dieser Mission, das ist praktisch die erste, ja, Tutorial-Mission, gibt's nur Gegner, keine Gebäude. Ich gehe mal rein. Das hier unten sind wir, unsere beiden Soldaten. Und hier haben wir 1, 2, 3 Gegner. Im Moment nur diesen Bildschirm. Spätere Missionen gehen dann über mehrere Bildschirme. Hier unten kann man dann auch die Weltkarte aufrufen. Hier seht ihr, wie gesagt, nur dieser eine Bildschirm. Hier oben Jules und Jobs, unsere Soldaten. Später kriegt man auch Handgranaten, die kann man benutzen. Und auch Bazooka, also Raketen, die kann man dann auch benutzen. Ich würde sagen, wir schießen mal eben die drei Kollegen hier ab und schaffen somit die Mission. Steuern tut man mit linken Mausklick, dann rennen die Leute dahin, wo man hingeklickt hat, schießen dann mit der rechten Maustaste. Das war's schon, Mission 1 geschafft, ohne Verluste. Aber das wird sich noch ändern. Ganz sicher sogar. Heroes in Victory. So wie es sich gehört, werden erfolgreiche Soldaten befördert. Die Ränge kann ich jetzt nicht auswendig, müsste ich nochmal ins Handbuch schauen. Gehen wir mal direkt weiter. Drei Gegner haben erschossen, deswegen steht es nach der ersten Mission 3:0 für uns. Klar, ist ein bisschen suffisant. Muss man nicht ganz so ernst nehmen. Das Spiel stand damals sehr in der Kritik. Für die Brutalität, die man gerade gesehen hat, wenn man die Gegner abschießt, fliegen die noch meterweit durch die Luft. Teilweise bleiben sie auch am Boden liegen und sterben dort, schreien die ganze Zeit rum. Bis sie dann letztendlich sterben oder bis man ihnen den Gnadenschuss gibt. Das ist schon ein bisschen fies, das Spiel, aber das muss man alles mit einem lachenden Auge sehen. So, ganz ernst nimmt sich das Spiel selber nicht. Mission 2. Diesmal sehen wir hier oben Phase 1 of 2, also zwei Phasen, um die Mission richtig abzuschließen. Wieder geht es darum, kill all enemies. Diesmal haben wir aber drei Soldaten dabei und für den Fall, dass wir sterben, 27 Rekruten übrig. Ist mir noch nie passiert, aber ich gehe mal davon aus, wenn alle Rekruten tot sind, dass dann, ja, das Spiel vorbei ist. So, hier die Karte ist schon größer, das seht ihr. Hier oben können wir die Karte bewegen, wenn wir zu den Seitenrändern gehen. Hier kommt der erste Gegner angeschwommen. Nicht sehr schlau von ihnen, denn wenn man im Wasser ist, kann man nicht schießen. Das gilt für uns sowohl wie auch für die Gegner. Schauen wir mal auf die Weltkarte. Wir sind dort, wo das rote X ist. Und müssen jetzt alle Gegner säubern. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal die untere Hälfte des Flusses vor und gehen dann über die Brücke weiter. Ja, also noch zwei, drei sogar. Ja, manchmal sieht man die nicht, da sind sie gut versteckt in ihrer Zahnkleidung. Die Lümmel. Ja, mal sehen, ob wir diese Mission ohne Verlust schaffen. Ja, die kriegen wir auch noch. Munition hat man unendlich, da muss man also nicht drauf achten, außer später, wenn man halt die Granaten bekommt oder die Bazookas, davon hat man dann nicht unendlich, da muss man dann ein wenig haushalten. Ah, da ist wieder einer, zwei Stück sogar. Und hier weitergehen. Und war's das? Nee, muss noch irgendwo ein Gegner sein. Oder mehrere, da. Oh, klar. Achtung, Vorsicht. Das war's. Phase Nummer 1. Kommission 2 geschafft. Jetzt Phase Nummer 2. Kill all enemies.
und destroy enemy buildings. Das heißt, alle Gegner töten, wie immer, und alle feindlichen Gebäude zerstören. Später im Spiel variieren die Missionsziele auch. Da muss man uns anderen Geiseln befreien oder den Anführer der Gegner gefangen nehmen. Und so weiter und so fort. Es kommen noch Fahrzeuge ins Spiel, man kann mit Panzern rumfahren. Also es wird noch richtig abwechslungsreich. Es bleibt nicht so bei dieser stupiden Ballerei. Obwohl, ja, stupide Ballerei bleibt es wohl. Aber mit mehr Abwechslung. So. Na, nicht hängen bleiben. Da noch einer, den schießen wir erstmal ab, bevor wir rübergehen. Oh, da kommt noch einer. Vorsichtig. Eieiei. Das war knapp, der hat auf uns zurückgeschossen. Aber Gott sei Dank daneben geschossen. One hit, one kill. Muss man also aufpassen. Ja, hier rüber. Schauen wir mal kurz auf die Karte gleich. Ja, schießen wir den erstmal ab. Ja, da unten rechts müssen wir hin. Schwer zu erkennen, aber da steht wirklich ein Gebäude, der Gegner. Das müssen wir erledigen. Solange wir das nämlich nicht erledigt haben, kommen nämlich aus dem Gebäude immer wieder neue Gegner raus. Na, lauf nicht weg da, Feigling. Und wie ihr seht, man kann auch noch in die Gegner reinschießen, die eigentlich schon getroffen sind und am Boden liegen, dann fliegen die nochmal ein paar Meter weiter. Naja, nichts für zarte Gemüter, dieses Spiel. Müssen wir aufpassen, dass wir hier die Fässer richtig treffen. Obwohl, ich würde sagen, wir schnappen uns hier die Handgranaten. Ja. Gedrückte rechte Maustaste plus den Schießbutton und das Gebäude fliegt in die Luft. Damit wirft man dann eine Handgranate und damit haben wir auch die Mission geschafft. Muss man ein bisschen aufpassen, da fliegt jedes Mal vom Haus das Dach hoch und schlägt wieder auf den Boden auf. Wenn man dann im Weg steht und das Dach abbekommt, sind unsere Soldaten auch tot. Wie es sich wieder gehört, auch nach dieser Mission, Beförderung, wir sind noch ohne Verlust. Aber lasst euch gesagt werden, das wird sich ändern. Ja, und Stu wird auch befördert, jawohl. Gut, starten wir rein in Mission Nummer 3, bei einem Spielstand von 51:0. Jobs mit 34 Kills, bisher der erfolgreichste unserer Soldaten. Mal sehen, ob wir jetzt noch jemanden zum Squad dazu kriegen, jawohl. RJ bekommen wir noch dazu. Rennen wir jetzt also erstmal mit 4 Soldaten rum. Mission 3. Antarctic Adventure. Nun gut. Bugger me, it's cold. Mission 3, Phase 1 von 1. Wieder das übliche. Alle Gegner erschießen, alle Gebäude zerstören. Uff jetzt. Dann weckt man hier runter. Den Typ hier vor. Ja. Gegner in Blau. Von vornherein unsympathisch. Ja. Aufpassen. Und dann holen wir uns jetzt hier die Handgranaten. Aufpassen. Wo fliegt das Dach hin? Glück gehabt. Jetzt müssen wir zurück und da oben noch das Gebäude zerstören, welches direkt am Anfang stand, wo wir losgelaufen sind. Wie gesagt, sonst spawnen die Gegner immer wieder neu. Wir kommen nicht zur Potte. Ja, eine Handgranate da hoch. Und da hat der Kollege aber Glück gehabt, dass der gerade noch rausgekommen ist. Na gut. Allzu viele davon nicht gehabt. Ja. Hier weiter. Da, weg da, weg da, weg da, weil die Handgranatenexplosionen, klar, sind auch für uns gefährlich. Gibt zwar in dem Sinne kein Friendly Fire, aber Handgranatenexplosionen weit, weit wegbleiben. So. Sehr schön. Hehe. 8 Handgranaten haben wir noch, das reicht dicke für diese Mission. Hier waren wir schon. Mal kurz auf die Karte gucken. Alle Gebäude haben wir, glaube ich, zerstört, ne? 1, 2, 3, 4. Irgendwo muss sich noch ein Gegner rumtreiben. Da ist er.
War's das? Yes! Auch diese Mission ohne Verluste geschafft. Mensch, sehr gut. Wieder die Beförderung. Das schenken wir uns jetzt mal. Und schauen wir auf den Spielstand. 80:0 für uns. Jobs mit 58 Abschlüssen. Der erfolgreichste Soldat. Oh, RJ neu dabei. In dieser Mission keinen Abschluss gehabt. Egal. Mission Nummer 4. Super Smashing Nantastic. Aber ich gucke mal gerade auf die Uhr. Ja, knapp 12 Minuten. Dann würde ich sagen, die Phase können wir uns noch vornehmen. 4 Soldaten und alle feindlichen Gebäude müssen wir zerstören. Gut, mal kurz auf die Karte gucken. Feindliche Gebäude, da haben wir unten links eins und oben rechts eins. Ne, genau, in jeder Ecke haben wir ein feindliches Gebäude. Würde ich sagen, nehmen wir uns erstmal das Gebäude oben rechts vor. Beziehungsweise wir müssen erst einmal Handgranaten finden. Sonst können wir nämlich nichts zerstören. Naja. Schon ein bisschen sadistisch, dann nochmal auf sterbende Gegner zu schießen. Na, nicht hängen bleiben. Lauft. Na, ich brauche Handgranaten oder Bazookas oder sonst irgendwie Sprengstoff. Panzer. Atombomben. Aha, Handgranaten. Los. Na, komm. Handgranate drauf. Gebäude Nummer 1 eliminiert. Wir sagen, latschen wir jetzt wieder den Weg hoch und nehmen uns die Hütte hier oben vor, die wir gerade noch nicht zerstören konnten. Gut, dass sie uns nicht gesehen hat. Knallen wir erstmal den Kollegen hier ab. Also das mit grün in grün, das ist für einen Farbblinden wie mich nicht so schön. Handgranate drauf. Gut. Jetzt habt ihr auch mal das Dach gesehen, was abgeflogen ist. Sehr, sehr gefährlich. So kann man schon mal manche Mission verlieren. Was treibt da? Eine Leiche. Ja, komm her. Können wir hier ungefährlich drüber? Ungefährlich drüber meine ich. Nicht. Ich würde sagen, wir versuchen einen möglichst kurzen Weg zu nehmen, hier unten über die Brücke. So, das sollte doch klappen, oder? Wenn wir hier rüber schwimmen. Ich höre noch Schüsse im Hintergrund. Ah, da kommt wieder einer angeschwommen. Ist nicht sehr clever von Ihnen, denn wir sind zuerst am Land. Eine Wasserleiche mehr. Ah, das nächste Gebäude. Da war es nur noch ein Gebäude. Vor Gegner könnten wir im Prinzip ignorieren. Wir müssen ja nur die Gebäude zerstören. Gehen wir mal hier den Weg hoch. Ja, Sackgasse natürlich. Nur ein Gegner. Den nehmen wir uns davor. So, meine Lieben. Machen wir hier diesen engen Gang hoch. Der hat uns nicht gesehen. Den haben wir von hinten erwischt. Nicht ganz fair. Nicht ganz fein. So, ja, jetzt noch. Oh, ja, das ging schnell. Da standen Handgranaten daneben. Die haben wir erwischt. Gut. Phase komplett. Und wie es weitergeht, würde ich sagen, schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin, bleibt mir gewogen, schönen Tag noch, tschüss!